Aha. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, sag das mal lieber nicht zu laut. Sag das mal lieber nicht zu laut. Bloß weil wir aus dem einen Raum raus sind, heißt es nicht, dass es besser wird. Gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Ja. Und es hält nicht ewig. Das stimmt wohl. Oh, hier. Savage Starlight. Und Identify Me. Wow, das waren die Filme. Ja, aber hier ist auch nichts mehr. Mensch, hier kannst du aber bestimmt mal Stücke Stoff. Da, ich sehe es sogar. Mann, Joel, nimm das mit. Und hier, Burger King ist auch dabei. Fast Burger. Und daneben ist... Macho Nacho. Macho Nacho. Schön. Ja, nur, dass ich früh hoch muss, zwecks Arbeit. Ja, das ist so scheiße. Ja, ich muss es zum Glück jetzt nicht. Dass ich früh raus muss, das ist ganz gut. Aber... Ja, ist trotzdem scheiße, wenn man so lange schläft. Und dann nicht so richtig... Ja, hinbekommt am Tag. Das ist so kacke. Deswegen machen wir heute auch nicht ganz so lange wie beim letzten Mal. Damit ich ein bisschen eher vielleicht ins Bett komme. So, ist da was drin? Guck mal, der sieht doch so... Der sieht doch so... Wohin müssen wir, Tess? Speziell aus. Zum Rathaus geht's da lang. Doch nicht. So, ich guck trotzdem mal in die Autos. Vielleicht ist da doch was drin. In Teil 2 konnte man richtig in die Kofferräume und so reingucken, ne? Oder? Hm? Alles gut? Ah! Ja, okay. Ich sollte vielleicht ein bisschen leiser hier langlaufen. Aber noch sind sie ganz... ganz chillig drauf. So, ich guck mal hier hinten kurz. Aha. Ja, die Stelle haben sie auch verschönert. Ich kann mich an die Stelle noch im Remaster erinnern. Da sah es ein bisschen hässlicher aus. Das haben sie hübscher gemacht. Aber hier gibt es auch jetzt nichts. Außer ich übersehe es natürlich. Gut. Oh, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, bevor ich da jetzt reingehe in das Haus. Besser. Ja, und Nerdsart, ich habe gehört, wenn das Update für Teil 2 rauskommt, dann spielen wir diesen neuen Modus, wo wir uns gegenseitig kalt machen oder sowas. Diesen Roguelite-Modus oder wie der heißt. Habe ich gehört. Oh, sieht das cool aus, ey. Wow. Durch die neue Grafik sieht das nochmal ein ganzes Stück cooler aus. Wenn wir die hier greifen und kalt machen. Alter, guckt euch das an. Wow. Wow. Krasse Scheiße. Das war cool. Komm, nimm mit das Zeug. Ich mache erstmal den letzten hier. Warum greifen die mich jetzt eigentlich nicht an? Die sind zu sehr beschäftigt mit sich selber, ne? Ja, Brustmahlzeit. Oh, geil. Ja, okay, cool. Okay. Okay. Ich wurde von so einem gebissen. Wow. Sie haben noch Gesichter.
Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Ist nicht lang her. Ist nicht lang her. So, das war aber das Einzige hier, ne? Was an Zeug ist. Von dem Modus hast du noch nichts gehört. Musst du mal gucken auf der... Also für Teil 2, da wird es ja ein Update geben für die PS5. Nochmal. Und da kommt ein neuer Modus mit dazu. Und ich glaube, das ist so einer, wo man dann rumschnetzeln kann, so sich gegenseitig so. Okay, dann mal los. So ein Survival-Modus ist das irgendwie. Musst du mal gucken. Ich glaube, den kann man dann auch im Multiplayer spielen, dachte ich. Wenn ich das richtig erfasst habe. Okay. Guten Schrank hier. Und ran hier. So, Freunde, wollt ihr oder wie sieht's aus? Eher nicht so? Ihr könnt auch vorgehen, das ist mir Wurst. Kommt! Klettert hoch! Kommt ihr? Ellie? Sieht gut aus. Und weiter geht's. Oh, hier kann man rein. Da gehe ich doch mal gucken. Haha, da liegt sogar noch was. Nice. Was ist das denn? Ah. Sicherheitsbroschüre. CGI-Sicherheitsbroschüre. Das Center for Disease Control hat diese Broschüre über die Cordyceps-Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund? Der parasitäre Cordyceps-Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Den Cordyceps gibt es ja wirklich, ne? Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Ja, genau. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Also gar nicht mal so ungewöhnlich. Also so, ne? Übertragung. Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen von der Cordyceps, abgesonderten Sporen, Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person und in der Regel durch einen Biss. Also müsste ja auch das Kratzen und dann Poren, diese Sporen reinkriegen, das müsste es ja auch sein, ne? Wenn du das ins Blut kriegst, dann ist ja vorbei. Inkubation. Nach der anfälligen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI Stadium 1. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisches, gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Der weiß schon, wie er es macht. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch der Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder einer mikroskopischen Untersuchung in der Regel im Ohr festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Ja, aber du bist ja auch sehr schnell gewalttätig und machst alle kalt. Also wer würde dann dein Ohr testen? Gut, weiter geht's. Haben wir wieder was dazugelernt. Joel, hier drüben. Okay, ich dachte gerade. Ich komme gleich. Gebäude. Ja. Das lief ja toll letztes Mal. Ja, da hast du recht, Ellie. Sorry, ich meine ja nur. Da hast du recht. Okay, ich zieh mal, hä? Wird bestimmt super. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, dass diese Tore immer so laut sein müssen. Ich höre nichts. Ja, du bist ja auch an der Kette. Schneller! Oh, fuck!
schnell weg! Geh weg! Oh, ich drücke immer noch die Taste. Ich sollte mal loslassen. Das ist so gut. Schön. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Tja. Ich gucke halt gerade so auf die Uhr. Ist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Und das wäre eigentlich eine schöne Stelle für heute, um aufzuhören. Wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt... Ach, wir machen noch ein bisschen. Wir machen noch ein bisschen. Im Einkaufszentrum gewesen. Das ist doch komplett abgesperrt. Ja, das ist Ellie doch egal. Ich kannte Wege. Naja, einer dieser... Oh, Werkbank. ...was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. So kam das. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Ach, erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Alles wird gut. Sag das mal lieber nicht. Ja, und das, was mit Ellie passiert ist, das werden wir auch noch uns angucken. Weil, ja, wie wir am Anfang festgestellt haben, das Left Behind DLC, das ist hier mit dabei bei der Version. Und ja, würde ich auch gerne spielen. Das geht nämlich nicht so lange. Aber da erfährt man die Geschichte eben, wie Ellie das zugestoßen ist. Waren... Ja, haben wir gerade Pillen aufgesammelt da drin? Ja, ne? Es gab nämlich immer bei Werkbänken gibt's nochmal Teile oder so in der Nähe. Okay, was haben wir denn? Sieht gut aus. Ja, finde ich auch, ne? Also das, was ich bisher gesehen habe. Siehste, apropos sieht gut aus. Ich wollte mir eigentlich den GTA-Trailer heute angucken. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Finden wir hier schon Werkzeug? Oh, ich muss... Warte mal. Finden wir hier schon Werkzeug? Woher der Strom hier kommt, frage ich mich. Ach, hier, von der Batterie. Gut, ich habe nichts gesagt. Warte mal. Gibt es hier schon Werkzeug? Das ist die erste richtige Werkbank. Ich will nicht unbedingt ein Werkzeug verpassen. Das wäre scheiße. Nee. Nee. Ja, aber hier drin war ja auch keins, ne? Nö. Okay, hab nichts verpasst, wie es aussieht. Gut. Okay. Gut, dann gucken wir nochmal. Das ist ein guter Platz. Ah, so. Das können wir noch nicht machen. Haben wir das Werkzeug verpasst? Ich bin gerade unsicher. Ich hoffe nicht. 9mm Pistole, ja, geringe Reichweite. Was benutze ich mehr? Ich benutze mehr die moderate Schale, hohe Feuerrate, annehmbare Genauigkeit. Mittlere Reichweite, moderate Schale, langsames Nachladen. Ich benutze, glaube ich, mehr die hier. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Und die andere ist eher, naja, für einen Notfall. Weiß ich auch nicht. Jetzt ist der Hype bei mir auch da. Sieht so gut aus, ja? Ich habe, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen. Ich wollte mir eigentlich heute im Stream vorher angucken, aber ich habe schon wieder vergessen. Schnelleres Nachladen. Nee, da gucke ich hoffentlich erstmal drauf. Magazinkapazität. Das wäre ganz gut. Schussfolge, schneller abfeuern. Ich mache erstmal die Kapazität. Warte mal, wir haben 100. Mehr Muni mitnehmen ist schon gut. Oh, das haben sie auch geändert. Haben sie ein bisschen wie bei Teil 2 gemacht. Schön. Hübsch. Erfordert Werkzeug. Okay. Schneller abfeuern. Schneller nachladen.
Dann lieber erstmal nachladen, oder? Abfeuern, oder? Ich bin unsicher. Wir können beides machen. Der hat jetzt nur mit dem Schraubenzieher ein bisschen reingepiekst. Und das hilft jetzt, oder was? Interessant. Okay, dann machen wir noch schneller nachladen. Ging auch sehr schnell, okay. Und dann guckt man nochmal. Ach ja, ist ein bisschen größer, das Magazin jetzt. Nett. Nachladetempo, Feuerrate. Na, hier wäre es ja das Nachladetempo erstmal, ne? Schussfolge. Hier wäre das eigentlich wichtig. Machen wir das Nachladetempo. Na, wir können ja auch beides machen. Oder wir sparen lieber ein bisschen. Ich spare erstmal ein bisschen. Ich spare ein bisschen. Weil die werde ich nicht ganz so oft benutzen hier, glaube ich. Den Revolver. Wenn wir überhaupt schießen. Na, das kommt ja mal drauf an. Na, das hält. Okay. Die Patronen waren nichts wert, oder was? Gut. Dann wieder auf die. Und wir können weiter. Oh je. Hi. Gibt's hier ein Werkzeug? Oh. Schöne Bilder. Zum Restaurieren, oder was? Sieht ganz danach aus. Ja, hier restaurieren sie die Bilder. Cool. Hier wird es doch Alkohol geben irgendwo. Komm, gib mir ein bisschen was. Gib ein bisschen Schnaps oder so. Hier komme ich bestimmt weiter. Hier auch. Was ist los? Kein Schnaps, nix. Alte Zeitung, das war's. Wir sind in der Restaurationswerkstatt. Hier wird es doch ein bisschen alt geben. Gibt's ja gar nicht. War schon frech. Okay, hier geht's weiter, glaube ich. Oh. Hallo? Ah, warte mal. Ah, doch nicht. Moment. Ja gut, ich dachte, hier ist jetzt eine Geheimtür oder so, die ich wieder mit Messer aufmachen müsste. Aber hier ist ja gar nichts. Nicht mal irgendwas. Okay, das ist ja beinahe schon frech, dass hier nichts ist. Na gut. Schöne Büsten hier. Wow. Ellie, pass bitte auf die Vase auf. Die sieht schon so aus, als wenn du die gleich runterschmeißt. Oh, sorry, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib nah bei mir. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Hier, gleich Kanone rein und abfeuern. Es ist ja nicht die Möglichkeit. Gut, aber hier ist wirklich nichts. Außer eine Vase, die kaputt geht. Was hat die damit jetzt gemacht? Oh, hier ist was. Was hat die damit jetzt gemacht? Die ist ja im Stehen kaputt gegangen. Hat der Billig-Bastelkleber nicht gehalten. Gut. Ich glaube, wir haben alles. Dann weiter. Ach, herrje. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Napoleon. Gibt's da nicht jetzt auch einen Film drüber? Hallo? Ist hier jemand? Was ist das hier? Nennt man Museum, glaube ich. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Oh, cool. Wow. Kanonenkugeln. Mini-Kanone. Hm? Oh, ja. Was zum Untersuchen ist immer gut. Oh, können wir das Schwert mitnehmen? Können wir alle enthaupten. Zack, zack. Alter, Riesenschwert liegt vor ihm. Was nehmen wir mit? Eine zerbrochene Schere. Hier, das Rapier. Super geil. Zack.
Ist besser als seine kleinen Messerchen, die er hat. Okay, Schiffe. Kann ich das kaputt machen? Kann ich jetzt tatsächlich. Cool. Sieht man, welches Schiff das ist? Nee, schade. Ja, Black Pearl. Haben wir auch mit dabei. Hübsch. Gut. George Washington. Könnten wir uns noch durchlesen. Kann man das lesen? Was war das denn? Das könnte man sogar lesen. Krass. Mist. Warte mal. Nee, das ist doch jetzt nicht gerade jetzt hier. Nee, alles gut. Komm, Freunde, wir müssen hier lang. Denke ich. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Na klar! Oh, Junge! Ich lebe! Ja, doch! Ich werde außen rumgehen! Die sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Ja, die sind doch nicht bei mir, die sind doch bei dir. Renn, sagt sie. Was? Oh. Ja, der Joel ist schon ein ganz schöner Hühner, hä? Zieht er das Ding da einfach hoch? Wie viele Messer haben wir denn? Eins. Fuck, wir haben kein Band. Okay. Oh shit, kommt ihr hier durch? Okay, den messer ich jetzt, weil der kommt hier durch. Das Problem ist, jetzt haben wir kein Messer mehr. Holy shit. Und da ist noch einer. Scheiße. Okay, versuchen wir mal was. Ist jetzt die Frage, wo kommt der andere lang? Die gehen nicht hin, ne? Oh, die hauen wieder ab. Hier noch einer, das. Okay. Hat geklappt. Alles ist gut. Das war's. Hoffe ich. Puh, gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Ja, wir hatten leider keine Messer mehr, sonst hätte ich das jetzt mit Messer gemacht, aber... Liegt hier eigentlich was drin? Hier, guck mal, Gabel, nimm mit. Können wir auch benutzen. Macht er nicht. Na gut. Gucken wir uns so um, ob wir was finden. Was er noch mitnehmen kann. Oh, ich habe, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Oh, ich hoffe, ich finde noch was. Ich brauche Tape. Irgendwo muss ich Tape finden. Genau deswegen. Fuck. Oh, scheiße. Kann sein, dass ich in den Raum jetzt nicht reinkomme.
Das war vielleicht nicht gut. Hi. Warte mal, hier geht's weiter. Shit. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich brauche irgendwie ein bisschen... Tess! Ah, die hörte ich nicht. Scheiße! Komm schon, irgendwo ein bisschen Tape los. Ich brauche ein Messer. Oh, hier, komm bitte, bitte, bitte. Echt jetzt? Ein Energieriegel? Den brauche ich nur überhaupt nicht. Oh, Tape! Und Schere. Oh, ein Glück. Okay. Warte mal, ich gucke mich erstmal um. Vielleicht finden wir noch ein Messer. Aber wir kommen in den Raum. Alles ist gut. Ist das noch ein Energieriegel? Hallo? Ich kann ihn nicht mal anklicken. Hier ist auch nichts. Okay. So, das war's hier. Die zwei Sachen. Gibt's hier noch was? Ne, gut. Ja. Gut, wir kommen in den Raum rein. Das ist schon mal viel wert. Dürfte der hier sein, ne? Ja. Gut, Messer machen. Und rein da. Puh. Jetzt hatte ich schon kurz Angst gehabt. Jetzt hatte ich schon kurz Angst gehabt. Ja, vor allen Dingen hier, ne? Das Ding einfach umschmeißen und gut ist. Okay, das sieht gut aus. Das nehmen wir mit. Noch was? Hier. Stoff. Alk. Mehr nicht. Gibt's hier weniger irgendwie? Oder kommt mir das nur so vor? In den Räumen. Kommt mir nur so vor, hoffentlich. In den alten Teilen war doch da mehr drin. So, wir haben eine Flasche dabei. Und 18 Schuss, 19 Schuss. Ist okay. Gehen wir weiter. So, gibt's hier noch was? Schubfach, irgendwas? Nö. Dann eben nicht. Unabhängigkeitserklärung. Brauchen wir gerade nicht. Oh, eine Trommel. Die ist hübsch. Die würde ich mitnehmen. Please do not touch. Muss jetzt sein. Okay. Da ist jemand sauer, wie es scheint. Schön leise. Der hat aber auch, ne? Okay. Freunde, alles. Oh. Junge. Leute, hier rein. Das Mädchen. Oh. Nice. Das bin ich von mir gar nicht gewöhnt. Oh. Geh noch weiter. Geh doch mal weg hier. Noch mehr? Ach komm. Verdammt knapp. Alter, was für ein Blutbad. Krass. Und alle auf dem Haufen. Ja, gut.
Hätte schlimmer laufen können, ne? Eindeutig. Alter Schwede. Das sieht so krass aus, ne? Das haben sie wirklich sehr viel hübscher gemacht. Oh. Achso, eine Flasche. Was denn? Ich komm gleich, Tess. Ich komm gleich. Die haben nichts fallen lassen, ey. Was für Schweine. Hier, fettes Supermesser. Alter Schwede, nimm mit. Da hast du kein Problem mehr mit Türen. Da hackst du sie einfach klein. Ach. Der Joel, ne? Ist so richtig Experte. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Hier gibt's nichts, ne? Ich komm gleich, Ladies. Ich komm gleich. Ich guck bloß fix. Vielleicht liegt hier noch was. Nö. Flasche. Die saufen alle im Museum hier scheinbar. Das können sie. Aber ein bisschen Stoff, Alkohol oder sonst was übrig lassen, das geht nicht. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Ja. Na gut. Ich komm schon. Gucken. Nee. Da lang? Na gut, gehen wir halt hier lang. Oh, das sieht schon hübsch aus. Aber näher sind wir irgendwie trotzdem nicht an der scheiß Kuppel, oder? Sieht noch genauso aus, also, naja. Die 3 Meter, die wir hier weitergekommen sind. Haha. Warte, ich... Unser Zielort. Ja, ich guck sofort. Ich nehme auch sofort das Brett in die Hand. Oh, sieht hübsch aus. Aber wie gesagt, näher dran scheint das trotzdem nicht zu sein. Gut, holen wir uns mal das Brettel. Los geht's. Vorsicht. Achtung, bitte. Ich hätte ein Brett für uns. So, leg drauf das Ding. Oh je. Das, okay. Das würde ich aber noch ein Stück zu mir ziehen. Wenn du drüber gehst, das ist ein bisschen... Oh Gott, das will... Niemals. Niemals. Und, ist das das, was du dir erhofft hast? Naja. Ich weiß noch nicht. Das ist nur eine Kuppel. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Ah. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ansage. Fast geschafft, sagt sie. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Ja. Geh weiter, Kleine. Ich würde aber sagen, das ist der perfekte Augenblick, um unsere Runde für heute zu beenden. An YouTube sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr begleitet mich weiter auf diesem tollen Abenteuer, was wir hier erleben. Macht's gut, über Abo, Like und Kommentar würde ich mich freuen. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.